Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe, und herzlich willkommen zu einer SBC-Review, Player-Review, könnte man sagen, von FIFA 21 Ultimate Team. Es ist ein bisschen ein anderes Review als sonst. Normalerweise bei einem Review zeigt man Ingame-Szenen und alles. Ich finde aber bei einem Verteidiger oder einfach mal bei einer SBC, um drüber so einen kleinen Talk zu machen, Vergleich und so, muss es nicht immer nötig sein. Ich habe die SBC selber noch nicht abgeschlossen, wie man sieht. Ich werde sie noch abschließen. Ich habe aber allerdings gerade 5,4 Millionen in Spieler gesteckt, die noch steigen sollten. Zum Beispiel auch ein Team of the Year Kimmich, der mittlerweile schon 300k gestiegen ist, seit ich ihn gekauft habe. Daher kann ich die SBC gerade noch nicht machen. Ich habe auch die Spieler nicht im Verein, weil morgen oder am Freitag, muss ich mal gucken, ich tendiere eher zu Freitag, gibt es ein großes Pack-Opening. Ich habe hier auf der PlayStation, wie ihr seht, einiges an Packs. Einiges an Packs und auf der Xbox auch nochmal fast so viel. Und das, wenn dann alles ziehbar ist, auf dem 12. Mann kackig, werde ich das Pack-Opening machen. Jetzt kommen wir aber zur SBC. Ich will so ein bisschen drüber reden, ob sich lohnt, die SBC zu machen, euch vielleicht Denkanstöße zu geben, ob man ihn einbauen kann und ob es sich halt lohnt, die Coins für die SBC auszugeben. Sie kam gestern Abend raus um 19 Uhr, mal nicht um 20.30 Uhr wie sonst während dem Team of the Year. Man muss insgesamt drei Teams abgeben. Ne? Einmal ein 83er Team mit mindestens einem Bayern-Spieler und 75 Chemie. Einmal ein 84er Team, nochmal mit einem Bundesligaspieler, mindestens 70 Chemie. Und ein 85er Team mit 65 Chemie und einem Team of the Week Spieler. Wenn wir jetzt hier vergleichen bzw. drauf gucken, bei Boateng kostet er aktuell 224.000 Coins. Ich kann es nochmal aktualisieren. 223.000 Coins. Na gut, hier wird es doch stehen. 229k. Die SBCs, die Einzelpreise, die 122 fürs 85er Team, 71k fürs 84er Team und 35 fürs 83er Team. Wenn man auf der Web-App sniped, kann man da sicher noch um die 5 bis 10k sparen. Macht jetzt keinen großen Unterschied, aber man könnte es rein theoretisch sparen. Ja. So, auf den ersten Blick würde ich sagen, die SBC hat sehr, sehr gutes Value und ist definitiv worth zu machen. Ja. Boateng kommt ihr gefühlt jedes Jahr eine, bekommt jedes Jahr eine Special Card gefühlt. Ich habe hier auch noch SBCs, seine SBC-Karten von den letzten Jahren drin und ich vergleiche sie mit euch auch noch ein bisschen mit anderen Innenverteidigerspielern aus allen Ligen, die ungefähr ähnliche Spielermodelle oder Stats haben wie Boateng. Und um euch zu zeigen, wie wertvoll diese SBC eigentlich ist, wenn man, sofern man ihn einbauen kann. Das ist ganz wichtig. Ja? Wenn ihr ihn nicht einbauen könnt, dann lohnt es sich natürlich nicht, ihn zu machen, wenn man zum Beispiel die ganze Defensive umstellen müsste und man da zum Beispiel gesetzte untradable Spieler hat, dann lohnt sich sicher nicht. Wenn man ihn einbauen kann, lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn wir jetzt hier auf seine aktuelle Karte gucken, sticht so ein bisschen die 73 Antritt heraus. Na, normalerweise hat er in seinen Special Cards ein bisschen mehr, hat aber 86 Sprint Speed, 80 Pace overall und 91 Defensive und 90 Physis. Was halt richtig, richtig stark ist. Das haben nicht viele Innenverteidiger. Das seht ihr nachher mit bei den Vergleichen. Ich habe alles schon vorbereitet. 75 Ausdauer finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Er hat sonst, ich meine, 97 Stärke, 90 Aggression, Aggressivität, 90 Jumping. Er hat auch hier beim Defending, ich meine, Standing Tackle hat er eine 97. 85 bei den Interceptions, das ja ist, auch wenn es nicht bei der 90 in der Nähe ist, trotzdem stark. 93 bei den Grätschen, die Defensive Awareness, also die, sag jetzt mal, die Aufmerksamkeit in der Defensive ist bei einer 89. Auch sonst lange Pässe, 95, kurze Pässe, 87. Für einen Verteidiger ist das wirklich Gold wert. Solche Stats bei den Pässen, auf der Karte ist zwar nur 81, aber das ist halt hauptsächlich wegen den Curves, die sind auf 60 und wegen der Freistoß.
Präzision, die auf 35 ist, und die Flanken auf 78, aber das braucht er ja nicht. Das hier als Innenverteidiger ist sowas von wertvoll. Da kannst du auch mit dem Innenverteidiger eine richtig geile Spieleröffnung machen. Auch sonst hier 96 Reaktionen, 81 Ballkontrolle, das ist nice für einen Innenverteidiger. Und der kann auch schießen, auch wenn hier nur 55 Schuss steht, der hat 86 Schusskraft. Baller einfach mal drauf, ja. Wenn man ihm zum Beispiel einen Shadow gibt, dann ist sozusagen der Antritt in Ordnung. Ja, dann ist er definitiv akzeptabel, dann geht er auf eine 83, sofern er Full Cam ist. Und der Sprint Speed geht auf 96. Ob es am Ende wirklich so ist, das weiß man ja nicht. Das ist bei EA immer so ein kleines Rätsel. Man kann ihm auch einen Anchor geben. Da hat er 78 Antritt, aber dafür pusht hier alles andere noch. Und dann hat er diverse 99er Stats. Von daher kann man sich da eigentlich frei bewegen mit den Cam Styles. Ich persönlich würde einen Shadow nehmen, einfach um den Antritt nochmal ein bisschen mehr zu pushen, weil der Rest ist schon OP. Ja. Dann kommen wir mal zu einem Vergleich mit seiner Flashback-Karte von FIFA 20. Die hatte ähnlich gute Stats, war ein bisschen besser, hat aber 350k gekostet. Und wann kam die raus? Sieht man das? Die kam am 11.3. Am 11. März kam die erst. Ne? Die kam also 1,5 Monate später und hat trotzdem 130k Coins mehr gekostet. Zu einem Zeitpunkt, bei dem eigentlich nur noch das Team of the Season vor der Tür stand in FIFA als großes Event. Und jetzt haben wir noch einiges. Ich meine, es ist erst Ende Januar, wir sind mitten im Team of the Year. Viele haben Packs gespart, viele haben Coins aufbewahrt und jetzt mit den Bayern München Team of the Year Spielern kann man den perfekt linken. Ich meine, ich werde mir safe für die, wahrscheinlich diese Week nicht, vielleicht auch übernächste, das Dreieck mit Kimmich Team of the Year, Davies Team of the Year und Boateng Moments machen. Und wenn man es jetzt so vergleicht, 350k und hier 225k, könnte man sie auch easier craften mit Upgrade Packs, ist es richtig, richtig guter Value. Wenn wir jetzt den mit anderen Verteidigern vergleichen, ich habe jetzt mal ein paar schwächere Karten genommen, aber so mit ähnlichen Stats, dann sieht man auch, dass Boateng vom Preis oder von der Preis-Leistung her wirklich sensationell ist. Wenn wir ihn jetzt mit Gosens vergleichen, der kostet zwar nur 145k, ist er ein bisschen schneller als Boateng. Die Ingame-Stats, die beachte ich jetzt nicht. Ich meine, hier zum Beispiel Gosens 15 Schuss mehr. Ja, mehr Dribbling, das ist uninteressant als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger ist einfach wichtig, Pace, Defending, Physis. Das ist so das Hauptaugenmerk. Und da hat Boateng, da schlägt niemand den Boateng. Ne? Mein Gosens ist zwar ein bisschen schneller, aber in der Defensive ist Boateng ganz klar besser. Ich meine, da ist er überall, außer gut, Jumping und Ausdauer bei Gosens ist natürlich hoch, weil das ist normalerweise linker Außenspieler, Außenverteidiger, Außenflügel, linker Mittelfeldspieler, der spielt ja alles dort bei Atalanta, alles auf links, ist er natürlich klar besser. Aber als Innenverteidiger brauchst du auch nicht 99 Ausdauer. Als Linksverteidiger vielleicht ja, als Flügel ja, Stürmer ja, Verteidiger, beziehungsweise Innenverteidiger, nein, brauchst du nicht. Und da sieht man bei den wirklich wichtigen Sets, bei Jumping hat er auch 90, das reicht. Da braucht er auch keine 96 wie großen. Boateng ist ja jetzt auch nicht der kleinste. Ich meine, Boateng ist 1,92 groß. Wenn der noch 99 Jumping hätte, dann würde der beim Kopfballduell aus dem Stadion springen. Muss er ja nicht. Von daher reichen da die 90 völlig aus. Wenn wir es mit dem nächsten vergleichen, habe ich immer Koulibaly genommen. Die sind so ein bisschen ähnlich von der Statur her. Koulibaly ist auch sehr, sehr groß und hat wirklich fast ähnliche Stats wie Boateng. Hat aber Total Stats, zum Beispiel nur 418, gut, er hat 30 Schuss. Aber auch die Ingame Stats hat Boateng mit dem gleichen Rating und 350k billiger hat er 400 oder fast 400 Ingame Stats mehr. 400. Das ist verdammt viel. Mein Koulibaly hat 77 Pace. Sein Antritt ist natürlich leicht schneller als der von Boateng. Das finde ich jetzt sogar den besten Vergleich. Ne? Gut, Koulibaly ist eine Live-Karte. Klar, die ist teuer. Aber vom jetzigen Zeitpunkt her kann man es einfach so auch relativ gut vergleichen. Die haben wirklich fast identische Stats. Klar, das Passen ist nicht gleich, der Schuss ist nicht gleich. Aber die wichtigen Stats, die haben sie ähnlich. Und da hat natürlich 7 Sprint Speed mehr für Boateng. Dann bei der Defensive, seht ihr, ist fast alles
bei Boateng auf grün. Ich meine, der hat Interceptions, ja, 4 mehr Koulibaly. Ja, Kopfballpräzision ist direkt 7 mehr bei Boateng. Standing Tackle, also die normale Tackles, hat er 6 mehr, also 97. Die Grätschen hat er auch 4 mehr. Auch bei der Physis hat er 6 Jumping mehr. Er hat mehr Ausdauer als ein Koulibaly. Hat mehr Stärke, auch wenn das bei beiden krass ist. Und er hat eine mehr Aggressivität. Also man sieht, er ist wirklich ein Top-Shot. Weil Koulibaly ist ein starker Innenverteidiger. Auch wenn er nicht oft gespielt wird, ist es trotzdem ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Man sieht ihn halt nicht oft, weil er spielt halt in der Serie A. Und es gibt nicht viele, die eine Serie A-Verteidigung spielen. So ist das halt. Ja. Wenn man mit dem nächsten vergleicht, habe ich mal Upamecano genommen. Klar, die kann man jetzt auch nicht. Upamecano hat 6 Ratings tiefer, aber trotzdem kann man sie so ein bisschen vergleichen. Kostet trotzdem mehr, obwohl er 6 Ratings tiefer ist. Klar, ist auch eine Live-Karte mit dem Headliner. Trotzdem ist teurer als Boateng und 6 Ratings tiefer und die wichtigen Stats, bis aufs Pace, sind ebenfalls tiefer. Beim Pace schlägt er ihn, klar. Aber bei der Defensive, wenn man die Preise vergleicht, sie haben gleich viel Stärke und Upamecano hat 5 mehr Jumping. Das war's. Also nicht wirklich besser. Wenn man jetzt so overall schaut, hier bei den Tackles 7 mehr für Boateng, bei den Grätschen 10 mehr für Boateng, bei Defensive Awareness, bei Marking hat er 8 mehr, bei der Kopfballpräzision hat er 6 mehr, also wirklich 3 mehr Aggressivität und Upamecano mit 66 Ausdauer. 66 Ausdauer finde ich dann für den Innenverteidiger doch auch ein bisschen problematisch, je nach Spielstil. Da schlägt er halt auch um 9. Also man sieht es, auch hier Boateng ganz klar vorne und immer noch billiger als Upamecano. Dann habe ich hier mal einfach den goldenen Varane genommen. Klar, Varane ist fast 100k billiger, ist aber eine normale Goldkarte, die jetzt en masse gezogen wird. Aber könnte man vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Er hat sogar mehr Sprint Speed als Varane. Der Antritt ist bei Varane natürlich stärker, aber wenn man jetzt auch die Defensive hier anschaut, Varane ist ein absoluter Metaspieler. Den siehst du ja überall. Sieht man hier dreimal grün auf der Seite, aber zweimal ist es ein Unentschieden. Das Einzige, was bei Varane besser ist als bei Boateng, sind die Interceptions. Aber auch nur um 2 besser. Beim Rest schlägt ihn Boateng wieder meilenweit. Ich meine, Standing Tackle, ne? Plus 10. Grätschen, Sliding Tackle, plus 7. Stärke, plus 11. Aggressivität, plus 10. Jumping, plus 9. Das sind Welten zwischen denen, obwohl man einen Varane in jedem Team sieht. Aber wie gesagt, er ist 100k billiger und wird halt oft gezogen. Trotzdem habe ich den jetzt mal als Vergleich genommen, weil er halt so der klassische Metaspieler ist. Auch die Ingame-Stats hier wieder fast 300 mehr. Halt hauptsächlich auch wegen dem Passen und dem Schuss. Aber trotzdem. Dann beim nächsten Spieler habe ich mal Jimenez genommen. Der ist ein bisschen billiger, aber hat natürlich auch überall schlechtere Stats bis aufs Pace. Ich habe den jetzt einfach mal genommen, weil er auch keine schlechte Karte ist. Habe ihn auch schon gespielt. Auch hier sieht man, die Preise sind fast identisch. Er ist aber 4 Ratings tiefer und die Karte ist schon verdammt alt. Und jeder Stat bis aufs Tempo, beim Tempo sind sie eigentlich fast ausgeglichen. Er hat hier mehr Sprint Speed, dafür hat Jimenez mehr Antritt, bisschen viel mehr Antritt. Plus 7. Aber trotzdem, überall ist Boateng wieder meilenweit voraus und kostet nur 25.000 Coins mehr. Dann, wenn man den nächsten Vergleich macht, habe ich mal Casemiro genommen. Ja, die sind jetzt von den Stats, hier ist es ähnlich wie bei Koulibaly. Die sind sich sehr, sehr ähnlich und sind auch fast ebenbürtig in den Ingame-Stats. Total-Stats exakt gleich, Ingame-Stats nur 4 auseinander. Das ist ja nicht der beste Vergleich. Und klar, Casemiro ist tradable, kann man wieder verkaufen. Boateng kriegst du die Coins nicht mehr zurück. Aber Boateng ist eine Endgame-Karte. Casemiro vielleicht auch, aber wenn man einen von Real Madrid braucht zum Linken, dann nimmt man einen Varane und nicht einen Casemiro. Wenn man jetzt hier vergleicht bei den wichtigen Stats, also Pace, Defensive, Physis, Pace, Boateng sogar besser. Auch wenn nicht viel, er ist besser. Bei der Defensive, fast alles grün, bis auf die Interceptions bei Boateng. Ja, Interceptions ist, geht klar, der Punkt an Casemiro, aber ist auch ein defensiver Mittelfeldspieler. Da musst du das ein bisschen mehr können. Wir haben bei der Kopfballpräzision plus 9. Wir haben bei den Tackles plus 5. Wir haben bei den Grätschen plus 2. Wir haben bei der Defensive Awareness plus 1.
und hat overall auch wieder Pluspunkt Boateng. Bei der Physis ist es Jumping, ja, ist bei Boateng. Die Ausdauer ist ganz klar bei Casemiro, aber der ist, wie gesagt, eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Er hat auch so mehr Ausdauer als Boateng, muss er auch haben. Ein Sechser braucht mehr Ausdauer als ein Innenverteidiger. Stärke geht dann wieder an Boateng und die Aggressivität ist nur ein Zweier Unterschied. Das ist jetzt eigentlich ebenbürtig. Und wenn man es halt, wie gesagt, vergleicht, geht hier, was Preis-Leistung angeht, der Punkt wieder klar an Boateng. Ja, ganz klar geht der Punkt an Boateng. S160k billiger und ist besser. Ist jetzt meine Meinung. Dann der nächste Vergleich habe ich mal Laporte genommen. Hier sieht man den Unterschied richtig krass. Laporte hat 2 Ratings tiefer als Boateng, kostet 350.000 Coins mehr und jeder wichtige Stat ist schlechter als Boateng. Jeder. Bis auf hier Pace hat er plus 1, der Rest ist Boateng ganz klar vorne. Wenn ihr beim Pace sieht, ja, Antritt ist plus 4, Sprintspeed geht dann schon wieder an Boateng und dann hier ist alles grün bei Boateng, bis auf die Ausdauer, aber das ist eigentlich fast ebenbürtig. Wenn man sieht, die Stärke plus 9, Aggressivität plus 6, Tackle plus 12, Grätsche plus 9, also da geht halt ganz klar an Boateng. Und wie gesagt, Laporte kostet 350.000 Coins mehr als ein Boateng. Klar, ist auch wie hier wieder, er ist tradable, aber die Karte ist im Gegensatz zu Boateng nicht gut. Und du bezahlst, ja, das 2,5-fache fast. Von daher sieht man hier wieder umso besser, wie gut die Karte von Boateng ist. Dann beim letzten Vergleich habe ich mal noch Wan-Bissaka genommen, der war auch eine SBC, ist schlechter als Boateng. Klar, ist Premier League, aber kostet 400.000 Coins oder hat 400.000 Coins gekostet. Hat weniger Stats und bei den wichtigen Sachen ist Wan-Bissaka auch überall schlechter als Boateng. Ja, der Sprint Speed, der geht natürlich ganz, ganz wenig an Wan-Bissaka, weil er halt 6 Antritt mehr hat. 6 Antritt macht dann doch schon ein bisschen was aus. Aber, ja, der Sprint Speed geht dann eher noch an Boateng. Aber wenn man jetzt wieder beim Defending und bei der Physis guckt, Interceptions ist ein Unentschieden und dann geht halt die Ausdauer an Wan-Bissaka. Aber das ist auch wieder klar. Weil Wan-Bissaka ist ja, seine Grundkarte ist ja Rechtsverteidiger. Ein Außenverteidiger braucht auch prinzipiell mehr Ausdauer als ein Innenverteidiger. Weil der Rechtsverteidiger, der geht ja offensiv mit. Der Innenverteidiger, der muss nur verteidigen. Von daher ist das jetzt eher ein irrelevanter Punkt. Beim Rest sieht man halt wieder ganz klar, wie Boateng im Vorteil ist. Mein Kopfballpräzision plus 23. Defensive Awareness plus 5. Tackle plus 10. Grätschen sind sie ebenbürtig. Das ist nur plus 1 für Boateng. Aber dann hier wieder Jumping plus 20. Stärke plus 12. Und Aggressivität plus 9. Also das sind riesige Unterschiede, wenn man das vergleicht mit den anderen. Und ja, das Einzige, was man dazu noch sagen kann, macht, wenn ihr könnt, macht die SBC. Ihr seht ihr nochmal mit dem Shadow. Wir können gerne nochmal aktualisieren und gucken. Hat sich der Preis verändert? Er hat sich jetzt gerade in den letzten Minuten ein bisschen verändert. Ist wieder ein bisschen hoch. Aber ich meine, ich würde den auch für 250.000 Coins machen. Ohne zu zögern. Ich habe ja aktuell die Coins nicht. Also ich habe sie schon, aber ich habe sie investiert. Ich würde den ohne zweimal zu überlegen machen. Ja, vor allem ist jetzt am Wochenende viele Upgrade-Packs, viele ziehen Packs, man kann Upgrade-Packs machen. Und die Karte ist bis zum 2. Februar, also sprich noch 5 Tage, 5 sind es glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, ne 7 Tage mit dem heutigen Mittwoch, also 6 Tage ab morgen noch. Zum Aircraften, das ist locker möglich, ja, mit den Upgrade-Packs, die man hat, ist das easy möglich. Und er kostet wirklich nicht die Welt, ne? Er kostet wirklich nicht die Welt. In diesem Sinne war's das vom Video, ja. Ging es ein bisschen länger als ich erwartet habe, aber mal so ein kleiner Talk über eine SBC. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Oder auch in die Kommentare schreiben, wie man es vielleicht verbessern könnte. Wie ihr die SBC seht, habt ihr sie gemacht, habt ihr sie nicht gemacht? Und ob ihr vielleicht sowas hilfreich findet und mehr sehen wollt, weil ich gucke ja jeden Tag 19 Uhr ins Spiel rein, was da so kommt. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich beim Zuschauen. Abonniert doch gerne den Kanal, lasst ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei den Packs. Ich nehme an, viele werden Packs öffnen, viele haben sich Packs angespart wie ich.
habe jetzt 1,5 Monate Packs gespart und viel Erfolg, wenn ihr sie öffnet. Viel Spaß in der Weekend League und viel Erfolg bei den Rewards. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.